Eigentlich wollten wir schon immer einen Ruheraum für unsere Gäste bauen. Jedoch sollte es etwas Besonderes, Einzigartiges werden. Da wir Gott sei Dank in der glücklichen Lage sind, einen wunderschönen Wald bei unserer Wellnessalm zu haben, kam uns dann die Idee, einfach ein Baumhaus zu bauen. Anfang des Jahres haben wir uns dann mit unserem Architekten Pläne gemacht, wie unser Baumhaus aussehen könnte. Sollten es kleine Häuschen sein in verschiedenen Höhen oder eventuell ein Rundbau, das uns am Anfang nicht so besonders gut gefallen hat, jedoch konnten wir uns dann mit diesem Rundbau sehr gut anfreunden und haben wirklich Gefallen daran gefunden, damit es einfach ein besonderer, ein einzigartiger Bau wird. Anfang April war es dann soweit. Die Baustelle konnte beginnen und wir haben innerhalb von 7 Wochen geschafft, das Baumhaus nach außen fertig zu machen. Der Innenausbau dauerte dann noch einige wenige Monate an und somit konnten wir Mitte September unser wunderschönes Baumhaus eröffnen.